Sehr gut, sehr Es gut. ist das Toxin des Tsatsamodel Nagaya, dem Söldner der niedersten Höllen. Und nur er produziert es und nur von ihm kann es gewonnen werden. Ich kann euch allerdings barbares Hauch anbieten, wenn ihr wollt. Wir benötigen nur ein wenig Flugasche eines großen Vulkans. Nun, ich denke, das klingt erst einmal soweit in Ordnung. Gut, dann wäre der Test an dieser Stelle abgeschlossen. Ihr habt bestanden, willkommen an Bord. Vielen Dank. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Irgendwelche Aspekte, die ihr gerne besprechen würdet? Wenn ihr mir die Alchemiestube zeigen möchtet? Oh ja, kommt bitte mit. Das haben wir gleich. Ja, und ich würde dich dann zur Alchemiestube führen, dich einweisen und ja. Ich nein, sie ist leider verschlossen. Oh. Es scheint so, als hätte jemand die Türe verriegelt. Eben, scheint wohl so. Nun, ja, ich würde einmal anklopfen. Hallo? Bitte einmal öffnen. Hallo? Vielleicht solltet ihr den Kapitän fragen. Ja. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Nun, auf jeden Fall wäre hier euer Labor und ich zeige euch jetzt gerade erst einmal noch eure Kajüte. Kommt bitte einmal mit. Ja, ich gehe mit, obviously. Zeige die, dann die Kajüte, die für dich vorbereitet worden ist. Und nun, es ist nicht der Märgepalast von Mirham, aber der Kapitän selbst wohnt nicht viel besser. Ich will mich also nicht beschweren. Nun gut. Sehr, jedenfalls. Sehr schön, gut. Dann wäre es von dieser Seite aus alles. Ihr werdet selbstverständlich bei der nächsten Predigt kurz vorgestellt, sodass die Mannschaft euch auch kennenlernen wird. Wir werden einige Worte zu euch sagen. Ihr könnt dann auch selbst einige Worte an die Mannschaft richten, so es euch denn beliebt. Wenn ich denke nicht, dass das nötig ist. Mit solcherlei Sachen befasse ich mich nicht unbedingt. Und nun, was den Ruf der Schwarzmagie angeht, ist es vielleicht besser, wenn meine Anwesenheit generell eher unbetrachtet bleibt. Nun, ich werde mich wohl eher zur nächsten Besprechung mit eurem Kapitän einfinden, um ihn als Berater zur Verfügung zu stehen. Dann tut dies. Hervorragend. Ja. Und dann wäre die Prüfung damit abgeschlossen. Ich würde Serpentilio alleine lassen. Ja, eventuell kommt noch mit dir ans Oberdeck, weil da stehen ja seine Sachen. Und vermutlich wird er auch, Senior Ortamol auf dich warten, der ja auch eine Kabine braucht. Ja. Ja, Ortamol könnt ihr dann selbst in der Kajüte gegenüber anordnen und dann dort die nächsten 3 Tage verbleiben, bis sämtliche Reparaturarbeiten, sofern nötig, abgeschlossen sind. Auch wenn Nangroschmin ja noch etwas unzufrieden ist, aber zumindest der Beschuss von den Belhal-Harpak-Dierern, der wurde soweit eben bekämpft. Und auch das Orlop-Deck wurde einmal großzügig ausgetauscht. Angroschminia wird noch 3-4 von den einzelnen Hölzern übrig gelassen und in den gesicherten Frachtraum verschließen lassen. Alle anderen werden entsorgt und verbrannt von Angroschminias heiligem Feuer. Dann, 3 Tage später, könntet ihr aufbrechen, wenn ihr wollt. Ihr habt eure Dinge getan in Sinode, auch wenn euch die Maraskane etwas auf den Geist gehen. Jalen konnte sich ja mal für sie erwärmen, aber ohne Jalen ist das schon ein bisschen was anderes. Konnte noch aber ich kann mich auch für die erwärmen, die wissen immerhin, wie man raucht. Ja, konnte dann doch so ein bisschen den anderen Maraskanern Landgang geben oder den Matrosen, so sie denn da sind. Und so ist die Stimmung wieder etwas besser. Man hat ein repariertes Schiff, man konnte eben die Zeit noch etwas hier verbringen und die Hoffnung, trotz des Verlustes von einigen Freunden, auch im Sturm, ist er etwas gehoben. Dann erwacht ihr am nächsten Morgen und könnt euch zur Offiziersbesprechung in der Kapitänskajüte einfinden. Morgen, Kapitän. Guten Morgen, Rafim. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Hallo. Ist es hier? Ich glaube, es ist hier. Verzeiht. Guten Morgen, Herr Kapitän. Guten Morgen. Ich war nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Deck sei. Hier, dies ist euer Platz. Ich zeige mal auf den ehemaligen Platz von Jalan. Danke doch. Er setzt sich da sehr ungeniert drauf. Es sei denn, Diamant hat ihn vorher beschlagnahmt. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht. Kommt drauf an, möchte Diamantis in Zukunft auch deine Papiere ordnen? Sicher nicht. Dann vielleicht nicht. Nun. Oh, dann. Hallo, Käpfchen. Das ist Felix Helios. Und er scheint mir nicht zu mögen, aber Zeit und kleine Gesten. Ihr wisst ja, wie es ist, Herr Zulamin. Du bekommst 1W3 Schadenspunkte. Das ist okay, damit kann ich leben. Oh, warte, ich habe nur 23 LEP. Zwei Schadenspunkte. Wartet, ich nehme ihn. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich musste leider feststellen, dass Tiere mich nicht sonderlich mögen. Das ist traurig. Oh, dann muss ich euch unbedingt jemanden vorstellen. Besser nicht. Doch, komm schon. Habt ihr zufällig einen Tiger unter Deck oder worauf spielt ihr dann? Nein. Nicht ganz. Ihr habt schon beinahe in der richtigen Größenkategorie getippt. Also ich möchte sagen, dass Mira ja wohl deutlich größer ist als ein Tiger. Also ein Schlinger vielleicht? Nein. Zu groß. Nein. Ich habe letztens erst einen Bericht von Barbera erhalten. Er hat wohl ein Schlinger-Skelett an. Kommt da rein. Was macht der denn hier? Das ist der Neue, könnte man sagen. Und euch auch einen schönen Tag, Nordmann. Was macht er hier? Er ist unser neuer Bordalchemist. Und der sitzt jetzt hier bei der Offiziersbesprechung? Ja. Ihr werdet feststellen, dass ich einen großen Fundus an Wissen habe, mit dem ich den Kapitän beraten kann. Der andere Ehre sagt das auch nicht mal als hier. Warum jetzt irgend... Scheißegal, andere... ich will das nicht in Frage stellen. Andere Ehre? Ja, der letzte Alchemist, der sitzt unten angekettet. Abenteuer. Nun, dieser hier ist ein persönlicher Kontakt. Und das, wenn ich vorstellen darf, ist unser Bordkaplan, Hasswulf. Und dies ist Serpentilio de Lazar. Eine übergroße Freude, sagt Serpentilio, aber er hebt sich nicht. Aber du kannst erkennen, wie Raphim sich in dein Bett legt und es knatscht etwas. Wir brauchen mehr Stühle, fürchte ich. Ja, ich fürchte auch. Nein. Das sollten wir nicht anschaffen. Sitze hier sehr gut. Na dann. Also. Ja, Kapitän, wo fahren wir hin? Was machen wir? Wie ich sehe, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder besuchen diesen Piratenkapitän. Der Friedhof der Seeschlangen. Oder, was ich noch nicht vorschlagen würde, wir suchen Conchoma auf. Der Friedhof der Seeschlangen, da regt sich etwas in meinem Gedächtnis. Es war der Ort, wo die ersten Dämonenarchen beschworen wurden, nicht wahr? Phileason war da. In der Tat. Ein sehr ungeheuerlicher Ort, könnte man sagen. Unter der Annahme, dass nun keine Dämonenarchen mehr dort sind, was könntet ihr dort wollen? Nun, es ist wohl so, dass die Pforten des Grauens, die dort damals aufgestoßen wurden, noch immer offen stehen. Wir haben eine ebensolche in Janka geschlossen. Und nun ja, wir hatten die Überlegung, dass es durchaus zur Entspannung der Lage in der Blutigen See beitragen könnte, wenn wir auch diese schließen könnten. Aber natürlich ist das ein gewagtes Unterfangen, das nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Was sagt meine Magiekunde zu dem Thema? Deine Magiekundeprobe? Wo genau zu? Pforte des Grauens schließen? Pforte des Grauens schließen, aber nicht mit 12 Punkten. Aber nicht. Ich bin bereit, die 20 zu shippen. Dann gib dein Schicksal. Du hast keinen Schicksalspunkt mehr. Ach, fuck, du hast recht. Aber du kannst einen benutzen, wenn du möchtest. Aber es ist doch ein neuer Char. Nee, verbrannt ist verbrannt. Dann nehmen wir Voltax und dann haben wir 17. Voltax hat einen, ja, der war nicht da, stimmt. Hast du neu gewürfelt? Ja, die Stiche ist die 14, aber dann haben wir alle Punkte über. 17? Ja. Beschließen einer Pforte, ja. Limbus versiegeln. Okay. Nun, dazu wäre ein beträchtliches Maß an Antimagie vonnöten. Das ist leider nicht meine Kompetenz. Meine ungnädigerweise auch nicht. Kapitän? Nun, wir haben es schon einmal geschafft, auch ohne Antimagie. Ihr habt eine Pforte des Grauens geschlossen. In der Tat, in Janka. Nun, es gibt natürlich karmale Möglichkeiten, aber auch Karma kam dabei nicht zum Einsatz. Ich
denke, das ist dem Umstand zu verdanken, dass wir ja eine Schwachstelle an dem Ganzen ausmachen konnten. Diese Stele, die Boltax durch elementar reines Wasser zerstören konnte? Genau. Ein Fokuspunkt. Sowas benutzen wir auf den Olafjordschen Inseln auch. Ja, nun ja. Wenn bei der Öffnung die Matrix entsprechend verankert wurde, könnte ein solcher Fokuspunkt immer noch bestehen. Und wenn man einen solchen dann auflösen würde, würde vermutlich die Gesamtmatrix der Pforte kollabieren. Nur leider ist das rein spekulativ. Und allein den Friedhof der Seeschlangen zu erreichen, dürfte schwierig sein. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass es unklug wäre, sich von See her zu nähern und dass es wohl besser wäre, durch den Dschungel zu gehen. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll es ist, wenn wir da mit einer, weiß ich nicht, mit den Dukatengardisten und den verbleibenden Treuzackern aufschlagen. Ich würde da schon leise reingehen, wenn wir nicht wissen, wie viel. Und wie. Aber wir können die Maraskana mitnehmen. Sie werden uns hier im Dschungel eine große Hilfe sein. Ja, das kann man wohl machen. Ich wollte das nur zu bedenken geben, dass wir, wenn wir nicht wissen, wie viel die sind, wenn da Archen sind und Seeschlangen. Ich habe schon Seeschlangen getötet, aber... Nun, ich würde zu bedenken geben, dass wir nicht mehr so viel Mannschaft haben und wir wirklich sicher gehen sollten, wie wir unsere Ressourcen sinnvoll nutzen. Wenn ich mich nicht täusche, ist es die Annahme, dass man den Maritam im Kern einer Dämonenarche nicht beherrschen kann. Nicht ohne der Steuermann zu sein. Nicht ohne gewisse Hilfsmittel, das ist richtig. Entsprechend wäre es auch nicht möglich, einen solchen auszutreiben. Es war eine Option. Es stehen uns noch zwei weitere zur Verfügung. Nun, ich denke, da wir die Möglichkeit haben, sollten wir auf jeden Fall die Chance nicht verpassen, Kottnas Hahn einen Besuch abzustatten. Um unser Bündnis zu festigen. Und vielleicht hat er ja auch weitere Informationen zu den Pforten. Immerhin ist das seine heimische See. Boltax, was sagt ihr dazu? Ich bin hin und her gerissen. Ich wüsste ehrlicherweise nicht, was wir mit Kottnasan besprechen sollten. Wir sind ja jetzt nicht wesentlich weiter als das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben. Auf der anderen Seite... Unvorbereitet in den Friedhof der Seeschlangen zu gehen, wäre vielleicht auch nicht klug. Aber, ja, jetzt sind wir einmal auf Maraskan und sollten es, denke ich, auch versuchen. Es könnte lohnenswert sein, zuerst theoretisches Wissen zu sammeln. Ich bin mir sicher, im Brabak wäre solches vorliegend oder vielleicht in Selem. Aber wir wollen den Sturm nicht verlassen, ohne unsere Angelegenheiten hier geklärt zu haben. Ja, schreckliche Sache das. Ich verstehe, warum. Nun, ich schlage eine Expedition zu Land zum Friedhof der Seeschlangen vor. Nur wir, die hier anwesend sind, die natürlich ausgeschlossen. Zu wem sagst du das? Zu dem geweihten hier. Ich hab den Namen gerade vergessen. Hasswohl. Hasswohl. Willst du mich verarschen, Mann? Ich hab den Namen vergessen. Abenteuer, du bleibst hier, Arschloch. Und. Wie wär's mal mit dem Kapitän, der endlich auf seinem Boot bleibt? Das wird wohl nicht passieren. Seeschlangen jagen. Nun, zwar mein Auge und mein Bein verloren, aber glaubst du nicht, dass ich noch mehr Seeschlangen töte als du? Wie gesagt, zu Fuß. Ich weiß nicht, wie gut ihr zu Fuß durch den Dschungel marschieren könnt mit einem Holzbein. Sicher halb so gut wie wir. Außerdem muss jemand auf das Schiff aufpassen. Und ich würde mein Schiff niemand anders als euch anvertrauen. Naja, Abenteuer, Kapitän, Abenteuer. Nun, wie gesagt, es ist mein Vorschlag, dass wir eine kleine Kommandoeinheit, eine verdeckte Expedition losschicken. Nur bestehen aus uns. Nun, über Land zu gehen, hätte zumindest den Vorteil, ich nehme an, dass der Friedhof der Seeschlangen, wie bereits sein Name andeuten mag, ein Unheiligtum der Charybdorot ist. Entsprechend, ich soll den Namen nicht erwähnen. Ihr dürft die Dämonen nicht fürchten, Kapitän. Sie haben mehr Angst vor euch, als ihr vor ihnen. Und trotzdem umschreibt sie. Jedenfalls, es besteht zu betrachten, dass bei Angriffen auf diese Art von Unheiligtum meist vom Kult der Dämon Yonao angerufen wird. Und gegen einen solchen hättet ihr zur See keine Chance.
Deswegen zu Land. Es ließe sich natürlich organisieren, ihn zu beschwören und zu binden. Aber dies scheint nicht in eurem Modus operandi zu liegen. Nein. Natürlich. Nun, in diesem Fall ist dies tatsächlich die weiseste aller Entscheidungen. Nun gut, dann wäre es beschlossen. Vielleicht sollten wir die Meinung der anderen noch abwarten. Ich stimme dem zu. Es wäre unbefriedigend, unverrichteter Dinge wieder zu gehen. Und da wir, wie ihr gesagt habt, nicht häufiger durch den Sturm segeln wollen, sollten wir uns die Lage einmal ansehen. Sollten wir dann feststellen, dass wir dort nichts ausrichten können, nun, dann ist das eben leider so. Ja, ich schließe mich an. Wir müssen das Ding vernichten, wenn wir können. Es wäre ein großer Schritt zur Ausbalancierung des Sphärengefüges und würde gleichzeitig vermutlich den noch bestehenden Dämonenarchern einen schweren Schlag in ihren Resistenzen versetzen. Nichtsdestotrotz erscheint mir dies ein wagemutiges Unterfangen. Ja, willkommen an Bord. Nun, eine andere Sache, die noch offen ist, ist die Sache mit den Briefen. Den Briefen, die verschwunden sind, aber gerade geht es mir mehr um den Inhalt. Imiona. Sollte sie immer noch irgendwo da draußen sein, hat es höchste Priorität herauszufinden, wo. Dieser Bracke lebt noch? Ihr habt euch doch bereits über sie aufgeregt, als wir uns das letzte Mal trafen. Es gibt gewisse Anzeichen. Offen, dass sie sich eines anderen Körpers bemächtigt haben könnte und so ihrer Vernichtung entgangen. Ja, ich nehme an, dass sie irgendwo noch in der Nähe sein wird. Ich würde auch tendenziell in Aranien suchen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache für nach dem Sturm. Aber auch etwas, was wir nicht vergessen sollten. Und was die Briefe selbst angeht, nun, wir können Kanizitianer nicht ewig einsperren. Wir sollten diese Sache nach Möglichkeit bald klären und danach entscheiden, was mit ihm geschieht. Dann setzt mich doch vielleicht ins Bild. Wer ist das? Kanizitianer ist euer Vorgänger, der Portalchemist, den wir bisher... Lass es doch einfach so stehen, Mann. Euer Vorgänger. Nun, hätte ich gewusst, dass eure Bordalchemistin ein solches Schicksal erwartet, hätte ich mir das bei dem Anheuern vielleicht zweimal überlegt. Na, ihr könnt auch gehen, keine Sorge. Nun, ich bin optimistisch, dass ihr nicht paktiert habt. Bei eurem Vorgänger hingegen sind wir uns nicht so sicher. Wir können ihm nichts nachweisen, nein. Aber es haben sich doch gewisse Verdachtsmomente erhärtet. Apropos, der Knilch muss noch vereidigt werden. Und ich würde ganz gern Weihwasser über ihn gießen. Durch keinen Zwang an. Okay, ich komme gleich wieder. Petilio hebt sich vom Tisch, fängt an, seinen Mantel auszuziehen. Kapitän, wenn ihr so gut wärt, diesen hier einen Moment lang zu halten? Ja, es ist Alan Fahner Seite. Das Wasser wäre Gift für ihn. Leg ihn doch über den Stuhl. Nun gut. Das gute Weihwasser. Auch eine Behandlung, die ich bis jetzt noch nicht ertragen musste. Nun, dies ist kein gewöhnliches Schiff. Ich verstehe, dass ihr ein gewisses Maß an Infiltratoren ertragen musstet. Nun, bis Haswolf zurückkommt. Wie gesagt, Kanizitianer kam zu uns als Alchemist, als ein Viertelzauberer, also als sehr begabter Alchemist, mit einem enormen Wissen über ganz viele Dinge. Serpentino schnaubt. Arschloch, wahrscheinlich auch nicht alles. Die Tür wird aufgetreten, Holz gegen Holz, und dann könnt ihr sehen, wie Haswolf mit zwei anderen Matrosen ein riesiges Fass hineinhieft. So, dann stecken wir dich da mal rein. Ja, ja, ihr habt nicht gesagt, dass ihr ihn taufen wollt. Ist mir scheißegal. Machen wir ich jetzt. Ich versichere euch, ich wurde vor langer Zeit getauft. So, und jetzt stellt das Fass am besten mal auf den Teppich. Serpentino tritt auf das, ne, auf das Fass zu, krempelt sich mir das noch die Ärmel hoch. Und lässt dich auch noch auf da rein tunken. Ja, der tunkt ordentlich zu.
Du wirst tatsächlich auch so ein bisschen ertränkt. 3W6 Ausdauerschaden. Ausdauerschaden, die du bekommst. Das sind 7 Schadenspunkte. Ja. Damit bin ich auf der Hälfte fast. Aber nur fast. Wenn ihr das nun als Beweis für seine Paktiererei nehmen wollt, Hasswolf, dann spart es euch. Die meisten Menschen werden dabei fast ertrunken. Kapitän, ich muss meinen Vater mit dem Protest gegen diese Burgensweise anbringen. Sie ist ein wenig labiat, wie ich meinen möchte. Scheiße, Kommandant, Mann. Hasswolf, er hat noch einen Begleiter, den solltest du gleich auch überprüfen. Ihr habt's gehört. Ich hätte das Fass einfach hier stehen lassen. Ismaban, nimm das Fass wieder mal drunter. Wir holen den anderen Knirch auch noch. Ich reiche dir mal ein Handtuch. So, wenn ihr noch irgendwas wollt, Abenteuer und so. Ich bin nun, ich sehe, die vorgetroffene Vorsichtsmaßnahme war in der Tat eine gute. Sulamin macht sehr entschieden die Tür hinter Hasswolf und Ismaban zu. Ich bekomme das distinkte Gefühl, dass der Mann mich nicht mag. Ja, Magister, das machen wir jetzt täglich. Er mag niemanden, denkt euch nichts dabei. Wenn das so weitergeht, muss ich vielleicht doch an der Transformation meiner Lunge arbeiten. Ja, er mag auch keine Alanfahner, dabei sind wir doch so sympathisch. Ja, ich kann auch nicht verstehen. Ja, aber wirklich. Also mich mag er. Selbstverständlich. Jeder mag euch, ich bin mir sicher. Natürlich. Das ist, irgendwie merkwürdig, nicht wahr? Aber ich bin halt auch einfach ein Sonnenschein. Ebenso. Nun, selbstverständlich ließe sich eine solche Reise durch den Dschungel empfindlich abkürzen. Mit einer winzig kleinen Invokation. Keinen Dämonen. Verstanden. Ja, ich hoffe, ihr mögt den Dschungel. Ich kann nicht sagen, dass ich es tue. Ja, dann werdet ihr ihn lieben lernen. Ich kann nur sagen, dass ich hoffe, dass nicht. Nichtsdestotrotz, ich bin mir sicher, dies wird eine aufregende Expedition. Ich für meinen Teil hatte in letzter Zeit ein bisschen zu viel Sumpf. Warum sind diese Orte immer im Sumpf? Es könnte daran liegen, dass im Sumpf die nötige Konzentration am Brackwasser ist, die eine Errichtung eines Unheiligtums sehr viel leichter macht. Das stimmt aber nicht. Wir waren auch schon im Vulkan. Erinnert ihr euch? Das war das Gegenteil von einem Sumpf. Aber dort war auch kein Unheiligtum, nicht wahr? Nein, eher im Gegenteil. Heiligtum. Was seine These bestätigt. Mhm. Nun, wie auch immer. Euer Vorgänger hatte sich einige, nennen wir es, Wissensgebiete aufgetan, die mich an seiner Loyalität und seinem Glauben an die 12 Götter, nun ja, zweifeln lassen. Sein Wissen war wahrhaft erstaunlich. Abelmir ist nun wirklich ein äußerst gebildeter Mann, aber Kanizitianer schlägt ihn um Längen in fast jedem beliebigen Fachgebiet, aber nun, das wollen wir ihm nicht zum Vorwurf machen. Wie war das mit den Büchern? Nun, eines Tages kam es zu einem Einbruch. Alle meine Papiere waren verschwunden. Die Tagebücher, die Briefe, die Korrespondenzen. Der Täter war recht schnell ausfindig gemacht. Es war ein Schiffbrüchiger, den wir an Bord genommen hatten und daher nicht vereidigt. Aber nun, er war auch tot und unser erster Bordmagus hier konnte an der Leiche Spuren dämonischen Wirkens feststellen. Stümperhaft, sehr stümperhaft. Nun, und es ist so, dass unser Alchemist, Universalgelehrter, immer ein großes Interesse an unser aller Tagebücher gehabt hatte. Er bot an, die alten Tagebücher von der Gezeitenspinne zu lesen, um nun ja den Kapitän und den ersten Offizier an gewisse Dinge wieder zu erinnern. Nun, mir war das von Anfang an unangenehm und ich teilte meine Tagebücher nicht mit ihm. Und nun, es verschwand auch Schmuck und dergleichen, aber eben auch diese Tagebücher. Und wollt ihr das mit dem Spiegel erzählen, Abelmir? Nun, er sah vor, einen Spiegel zu bauen, zu konstruieren, mit seltsamen
Symbolen auf Zayat. Und dieser Spiegel sollte vermutlich in die Domäne des Herrn des Irrsinns, des Herrn des verbotenen Wissens führen. Nun, ist dies eine gesicherte Erkenntnis? Ja. Ein Portal in die Niederhöllen zu erschaffen ist ein, sagen wir, sehr fahrlässiger Akt. Schließlich könnt ihr nicht kontrollieren, was hindurchkommt. Ich sage euch... Nein, wartet. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es in meiner neuen Position als euer Bordalchemist in meinem allerbesten Interesse ist, dafür zu sorgen, dass mein Vorgänger nicht wieder in sein altes Amt erhoben wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Unter dieser Betrachtung weise ich euch trotzdem darauf hin, dass geschriebene Erfahrungsberichte ein sehr beliebtes Tonarium für die Beschwörungen und Anrufungen des Amazonas sind. Ihr solltet keine Namen nennen. Ja, sicher doch. Nichtsdestotrotz, dies ist der Punkt. Nun, ich finde dennoch, dass es ein wertvoller Hinweis ist. Hätten wir das gewusst, wären wir wohl schon viel früher misstrauisch geworden. Bei mir war es nur ein Bauchgefühl, das ich aber nun nicht argumentativ untermauern konnte. Wenn ihr so geneigt seid, könnte ich seine Habe nach Paraphernalia durchsuchen, die euch vielleicht entgangen sein mögen. Wir haben sein Labor schon gründlich durchsucht, aber ihr könnt es gerne ein zweites Mal tun. Nun, wie ich eure Magusarbeit entnehme, fehlt euch die praktische Erfahrung mit der Invokation. Wie gesagt, tut euch keinen Zweifel an und durchsucht meinetwegen das Labor ein zweites Mal. Existiert der Spiegel noch? Ich bin sicher, er würde ihn sich gerne ansehen. Er existiert noch, er ist gut verstaut im Unterdeck. Nun, der Rahmen zumindest. Das Glas ist ja noch nicht angefertigt worden. Zum Glück. Ja, glücklicherweise. Wenn ihr so gut wärt, mir den Schlüssel auszuhändigen. Zum Alchemier noch? Gerne. Ich hol mir so einen Schlüssel aus meiner Jagdtasche raus. Wenn ihr wollt, kann ich mir den Spiegel ansehen. Aber wenn er, wie ihr sagt, nicht fertig ist, ist eine genaue Wirkart vielleicht nicht unbedingt bestimmbar. Bei Zeiten. Und das sucht erst einmal das Labor. Selbstverständlich. Ich begleite euch. Haben wir noch etwas anderes zu besprechen? Nein. Gut, ich lasse... Was ist der kürzeste Weg nach zum Friedhof? Was war die nächste Stadt? Weiß ich jetzt gar nicht. Die nächste Stadt ist Sinnoh, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wir bleiben in Sinnoh. Okay. Nun, in 2 Tagen brechen wir auf. Reicht das für alle? Auf jeden Fall. Nun, ich bin so bereit, wie ich nur sein kann. Wenn ihr allerdings auf der Mitnahme einiger Alchemiker besteht, werde ich mehr Zeit brauchen. Wie wäre es mit einer paar Pasten Egelschreck und nun, was man sonst im Dschungel braucht? Das sollte sich auftreiben lassen. Ich schicke einen Läufer zum Markt. Solltet ihr euch diesen Spiegel noch anschauen wollen, der ist im gesicherten Frachtraum. Ich habe den Schlüssel dazu, also sprecht mich einfach nur an. Nun, vielleicht später. Kapitän, ich werde Nebelklang zum Geschützmeister erheben. Gut, wenn euch geeignet erscheint, tragt ihn in die Schutzrolle ein. Kommt der Papierkram jetzt auf mich gut zu? Nein, schon gut. Ich mache das Nebelklang also.